Liebe Leute, Donkey Kong ist so ein Spiel, wenn man einmal verkackt in einem Level, dann ist vorbei. Und dann ist vorbei, dann übernimmt das Spiel einen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir vervollständigen hier schnell noch in diesem Level alle Kong-Buchstaben. Und ich habe ja echt gedacht, dass es hier keine gibt, ne? Ja. So leicht ist es dann doch nicht. Also hier gibt es auf jeden Fall welche. Ich hoffe nur, ich komme da hin. Nee. An sich ist es eigentlich gar nicht schwer. Boah. Aufpassen. Ach, hier war das noch gar nicht. Oh Mann, no. Ja, jedenfalls habt ihr gerade schon gesehen, man muss ein Seil runterfallen. Ja. Also da haben wir wieder so eine Verarschungsaktion, wie gerade eben. Wenn du halt das falsche Seil runterspringst, ja mein Gott, dann bist du halt tot, ne? Da ist das halt so. Ich probiere immer schnell hinzukommen. Aber nicht zu schnell, ne? Wir wissen ja. Dass Schnelligkeit uns auch töten kann. Oh yeah. Leider. So, ich glaube, dann war es erst das nächste Seil. Na gut. Was hier? Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ja, hier. Hier haben wir ein Secret, wo wir schnell sein müssen, weil wir haben hier alle Kong-Buchstaben. Also das heißt schnell. Ihr seht, es ist machbar. Was hat dann da jetzt gerade gemacht? Warum hat denn der losgelassen einfach? Also manchmal, manchmal, aber nur manchmal. Kommen wir jetzt ins Ziel. Und jetzt bitte nicht sterben. Bitte. Danke. So schaffen wir es auf jeden Fall. Ja, so schwer ist an sich das Level hier gar nicht. Sagte er und starb. Oh Gott, sieht jetzt wirklich langsam danach aus. Nein! Alter, okay, ich hab ihn gut rausgelockt. Den Gegner. Gegner? Nein. Okay. Gut. Somit haben wir die ersten Kong-Buchstaben. Nice. Und jetzt hier noch. Nee, verdammt. Doch hier. Doch hier war's. Hier ist richtig. In dieser dunklen Mine. Ach ja, herrlich, herrlich. Also aber stellt euch schon mal darauf ein, dass das hier der letzte Part wird von Donkey Kong. Glaube ich mir wirklich der Meinung, man schafft es hier. In diesem Part. Je nachdem, wie ich hier mit diesem Level durchkomme. Ich muss jetzt natürlich hier auch nochmal alle KONG-Buchstaben sammeln. Nicht nur das. Ich weiß gar nicht mehr, was hat denn gefehlt? Ich glaube, das N hatte gefehlt, ne? Also langsam dürfte man einen Buchstabe kommen, ne? Da. Tschüss. Ja, was soll ich machen? Uns fehlt das K. Aber es ist ätzend, ey. Jetzt muss ich hier echt rumsuchen. Es war, glaube ich, hier, ne? Ja, doch, ich glaube, es war hier. Ja, natürlich. Oh, wir
natürlich wieder konzentrieren. Auf einmal ist er ruhig, war. Auf gerade voll dabei und dann. Stille. Mann, du! Ich will doch nur dieses Level jetzt schaffen, Mann. Was soll denn das jetzt? Oh, jetzt macht mir dieses Level schon wieder so eine Probleme, ey. Ich will es doch nur schnell schaffen, damit es weitergehen kann. Mann! Ist das ätzend, ey. Ich bin froh, wenn ich dieses Spiel nicht mehr spielen muss. Ja doch, so langsam. So langsam geht's los. Dass ich hier genug von diesem Game habe. Also jedenfalls, wenn es darum geht, aufzunehmen. An sich ist das Game geil. Keine Frage. Aber ich muss euch hier auch was bieten, so ein bisschen. Wenn ich die ganze Zeit sterbe, ist das, glaube ich, nicht so geil zum Zusehen. Demnach ärgert es mich halt. Ne? Woher kommen die denn? Der ist doch gerade runtergefallen. Habt ihr doch selber gesehen. Was haben die denn für eine Respawn-Rate? Der ist gerade runtergefallen, ey. Ey, Leute. Ich kann gerade so richtig kotzen, ey. Ich schneide es für euch. Bis gleich. Mann! Boah, das ist knapp, ey. Okay. Wir haben das N. Und ein Strauß. Juhu, es gibt Level. Leben. Leben gibt's. Juhu. Ja, das passt. Kann ich ein bisschen gebrauchen. Gerade auch der Strauß, ey. Als ob das perfekt abgeteilt ist, ne? Gerade jetzt nochmal schön. Ein paar Level, Mann, warum soll ich mal Level? Ein paar Leben holen. Gut, Leute, jetzt brauchen wir nur noch das G. Oh Gott, da ist das Projekt gleich zu Ende. Ja. Naja, dann geht's weiter mit anderen Projekten. So, haben wir 6 Leben, das sollte reichen. Ja, vielleicht kommen wir auf 7. Haben wir schon öfters geschafft. Ja. 7 Leben sind's. Haben wir wieder 14. Das ist doch okay. Aber wie viele hatten wir mal? 40? 45? Fast 50? Ich weiß es nicht mehr. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch das G. Ach ja, das war ja hier bei den Bienen. Das kriege ich hin. Ach, er kommt, okay. So nicht, mein kleiner Freund. Leben haben wir noch kassiert. Und hier kommt noch er hier. Dich habe ich nicht vergessen. So Leute, es geht los. Der Part wird ein bisschen länger, aber ich will jetzt nicht nochmal den Part abbrechen, nur für den Endboss. So, wir haben 74%. So viel hat man, wenn man halt in jedem Level die KONG-Buchstaben sammelt und der Rest ist dann halt, ja klar, der Endboss hier noch, ne? Und,
der Endboss und halt die Abkürzung, also nicht die Abkürzung, die konzentrieren. Oh, ich hasse diesen Vogel. Müssen wir alles ausweichen, ey. Ja, jedenfalls der Endboss und halt alle Secret-Geheimgänge. Schwer zu timen. 1, 2, 3. So schwer ist er eigentlich gar nicht, wenn man mal wartet. 1, 2, 3. Das war knapp. Oh, danke. Aber ganz knapp, ey. Ganz knapp doch geschafft. Oh, okay, okay, okay. Gut. Mit diesem Erfolgserlebnis geht's jetzt weiter zum Schiff, zur Galeone. Okay. Ja, der Typ, der wirft halt seine Krone, ne? King K. Rool kennt man. Boah, was, Alter? Jegliche Erinnerung an den Patron. Ach, jetzt kommen die Kanonenkugeln, ne? Ja. Ja, der Move, den kennt man auch von Smash Brothers, ne? Dass der mal seine Krone wirft. Ich glaube, jede Phase muss man dreimal durchlaufen. Beim letzten Mal kommen 3 Kanonenkugeln runter. Also jetzt muss man 3-mal Kanonenkugeln ausweichen. Ich glaube, es wird mal ein bisschen schneller, ne? Glaube ich? Bin ich sicher. Wir haben noch einen Affen. Yeah, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Geil! Ja, liebe Leute, so endet dieses Let's Play. Donkey Kong, hier laufen die Credits. Also, the end. Nein, ich weiß das natürlich schon. Jetzt beginnt eigentlich so der letzte Kampf. Jetzt muss man echt aufpassen. Springt da so blöd. Da muss man sich immer so ein bisschen eine Stelle suchen. Oh, verdammt. Er springt halt einmal weit immer, ganz am Anfang. Und zum Schluss springt er immer so lahmarschig. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Mann. Ich dachte, wir schaffen es dann einfach so. Mann. Nur weil wir hier beim ersten Run von ihm haben wir gleich die verloren. Ey, so schlecht. Aber alles andere schaffen wir, weißt du? Kriegen wir aber hin. Eigentlich finde ich den gar nicht so schwer, den Boss. Er ist wirklich nicht schwer. Ding, ding. Auf jeden Fall eine coole Mucke. Nein. Oh. Ich war so froh, 2 Affen zu haben. Jetzt habe ich wieder nur einen. Wird aber wenigstens ein bisschen agileren. Bereit. So, letzte Stufe. Hä? Hä? Die Credits kamen gar nicht. Was ist denn das jetzt?
Ich dachte jetzt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit wegen Credits und so. Alter, ist das eine Verarsche. Ey, dieses Spiel macht immer alles anders, ne? Mann! Das war gerade wirklich eine Verarsche. Ich habe gerade wirklich darauf gehofft, dass da nochmal diese Credits durchlaufen. Und dass ich mich dann demnach nochmal neu positionieren kann. Wie sieht denn das jetzt aus? Dass ich bei so einem Affen hier voll fail? Manu. Na gut, alle Versuche sind. Alle guten Dinge sind drei halt, ne? Der letzte Versuch. Vor allem diese Zähne hier, ne? Das frisst immer so viel Zeit. Kotzen. So kotzen. Warum springe ich denn so früh, Mann? Hab ich schon wieder nur einen Affen. Manu. Gerade für die letzte Zähne will ich mir eigentlich ganz gerne mal einen übrig behalten. Jetzt aufpassen. Jetzt steht er direkt wieder auf. Und jetzt kommen die kleinen Sprünge. Mann! Okay, jetzt wird ein ziemlich langer Part. Warum komme ich nicht unter diesen blöden kleinen Sprüngen? Und jedes Mal muss ich diese Kacke machen, ey. Das ist so ein nerviger Boss. Mann! Warum? Warum? Ey, jetzt kann ich es gleich wieder. Komm hier, bring mich um. Ich überlege den Part zu beenden. Leute, ich beende den Part. Bis denn. Liebe Leute. Donkey Kong ist so ein Spiel, wenn man einmal verkackt in einem Level. Dann ist vorbei. Dann übernimmt das Spiel einen und sagt, wo es lang geht. Wie gesagt, die ersten Versuche sind meistens immer die besten. Und somit ist das auch in diesem Part wieder unser erster Versuch. Wenn ihr versteht, was er eigentlich jetzt schon unser, glaube ich, vierter Versuch ist. Ne, unser fünfter Versuch. Den vierten Versuch, den habe ich aufgegeben. Da bin ich direkt in den Gegner rein, als ich den zweiten Affen hier, den ersten Affen wieder verloren habe. Ja, das ist echt ätzend. Dabei ist der gar nicht so schwer, Mann. Der ist wirklich nicht schwer. Eigentlich nicht. Mal gucken. Ja, das ist uns beim dritten Mal oder so auch gerade passiert. Bleiben. Ich beherrsche das Spiel nicht anders. Psycho-Quatsch, ey. So, komm, wirf deine blöde Krone. King K. Rool. Ah, ich finde cool, dass es den Typen auf jeden Fall jetzt einen Smash gibt. Das feiere ich so ein bisschen. Ich mag den auch. Der hat gute Angriffe. Und er hat einen richtig guten Rettungsmove. Für so einen Dicken ist das ein richtig guter Rettungsmove auf jeden Fall. Steht er gleich wieder auf. Zack. Steht er wieder auf. Jetzt ist halt die Frage, wie weiche ich jetzt diesen blöden Sprüngen aus? So. Ganz easy. Ganz easy. Habt ihr gesehen? So nicht anders. Jetzt müssen wir zweimal diesen Sprung ausweichen. Da, wo ist denn das Problem? Wo war denn im letzten Part dieses Problem? Ne? Einfach eiskalt. Eiskalt mit allen Affen. Wo war das Problem, Leute? Ich weiß es nicht. Ah, dann kann ich diesen Schnipsel ja doch noch. Ich meine wirklich Schnipsel. Wir spielen jetzt gerade 2 Minuten und 30 Sekunden. Diesen Schnipsel kann ich ja dann noch an dem letzten Part
also an den jetzigen Part halt, ich spreche jetzt schon in der Zukunft, wieder ranmachen. Da sollte eigentlich hier, der letzte Versuch sollte eigentlich der neue Part werden. Weil ich dachte, der Part wird zu lang. Ja gut, dann haue ich es jetzt noch mit rein in den Part. Ja gut, alles klar, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Schöne Sache. Wir haben unsere Bananen wieder zurückerobert. Yay! Yay! Kongs Banana Port. Ja, Diddy Kong sollte ja irgendwie Wache schieben und hat irgendwie irgendwas nicht gereilt bekommen. Ich weiß es nicht. So, jetzt finde ich es ganz geil. Jetzt werden die ganzen Gegner nochmal vorgestellt. Das finde ich echt cool. Die Gnordis. Yay! Gibt es zwei verschiedene. Denn die Neckis, die Geier, die mochte ich eigentlich. Die Army. Die Thingers. Die sind geil. Die sind cool. Und die Slipper. Oh, Mankey Kong, ich mag den nicht. Verräter. Mini-Neggy. So, jetzt kommen die Aquatic Bad Boys. Bite-Size. Piranhas. Die Croctopus. Aha. Chomps Junior. Die sind cool. Die sind auch cool, die Chomps. Tigerhaie. Clambo. Squidge. Ich mag die nicht. Die sind gemein, ey. Die sind wirklich gemein. Ja, genau. Alles klar. So, die Kremlings. Die Standardgegner. Hier sind die Kritter. Die ganz normal laufen. Dann haben wir halt die Dicken, die Klump. Die Crash. Ja, der Name passt auch. Claptrap. Die Rock Croc. Die sind auch cool. Die Crusher. Oh, die Springer haben wir gar nicht, okay. Statt die teilen sie auch nochmal ein. Hier haben wir den Very Naughty Master Neggy Queen Bee. Queen Bee. Really Naughty. Nochmal in einer stärkeren Variante. Das Dump Drum. Das Fass. Und Master Neggy Sergeant. Und zuletzt King K. Rool, den wir platt gemacht haben. Und jetzt kommen die guten Jungs. Rambi. Espresso, auf jeden, der vorher hieß Espresso. En Garde, klar, den kannten wir ja. Winky, okay. Forscher heißt Winky, das hätte ich nicht mehr gewusst. Und Squawks, natürlich, mit der Taschenlampe. Und die Kongs, finally die Kongs. Hier, is it my turn? Funky Kong. Candy Kong, so absaven. Cranky Kong, so jetzt kommt er auch endlich dran. Diddy Kong und zu allerletzt The King im Ring, Donkey Kong. Yay! Er applaudiert und gratuliert uns, dass wir das Game geschafft haben. Sein Bro kommt, Diddy Kong. Hey, guck mal da oben! Verarscht! Ey, du Affe! So. Hey, wat, wat? Was war für gezofft? Auch verarscht. Voll in den Arsch getreten. Hey, was mit dir? Aua, mein Arsch. Aua. Der Typ war, ey. It took less than an hour. Ja, okay. Will er uns wieder zeigen, wie gut er war. So, jetzt kommen die Credits. Jetzt ist es Zeit, für mich ein Fazit zu ziehen. Das Ziel ist auf jeden Fall mega gut, auch wenn ich die ganze Zeit immer rumgemeckert habe über die Level. Aber ey, das gehört dazu, das gehört dazu. Das ist halt Donkey Kong und wie schon gesagt, sobald man den ersten Versuch verkackt am Level, ist vorbei. Na, ist vorbei. Dann mindestens acht Leben gehen dann drauf. Jedenfalls bei mir. Ja, mindestens nicht, sagen wir mindestens 5 Leben. So. Grafisch ist das Ganze auf jeden Fall ganz gut. Zu seiner Zeit war es die Krönung der Krönungen, die Krönung der Kronen, keine Ahnung, die Krönung der Könige, das weiß ich, jedenfalls ganz geil war es jedenfalls gewesen. Die Mucke fand ich auch zu seiner Zeit ganz cool, heutzutage immer noch cool, wobei mir jetzt aber schon die geremakten Titel mir mehr gefallen, halt mit mehr Instrumenten im Hintergrund und so, ist natürlich klar, ne, dass da nochmal das besser ist, aber zu seiner Zeit waren die Lieder echt geil. Auf jeden Fall immer schön mit anzuhören. Schwierigkeitsgrad vollkommen okay. Ja, wir haben richtig schwere Level, die auch eine Herausforderung waren, sie durchzuspielen.
Genauso wie auch leichte Level natürlich. Ne? Und wir haben Anstieg auf jeden Fall gemerkt von der Schwierigkeit. Aber ich glaube erst so ab dem Schneelevel. So, habe ich ja schon gesagt. Ab da geht's halt los so mit Schwierigkeit. Das andere ist so ein bisschen Pipifax für mich so gewesen. Aber danach ging es auf jeden Fall gut ab. So, ja, wir haben es geschafft. Fazit auf jeden Fall. Ja, gibt es irgendwas Negatives? Ja, nee, eigentlich nicht. Doch, negativ ist, dass es halt nicht in Deutsch gibt. Ne? Das finde ich halt doof. Aber ja, 75% haben wir. Die anderen 25% sind in allen Level, wie gesagt, die Secret Exit zu finden. Wobei wir schon, glaube ich, in 2 oder 3 was haben. Also eigentlich, vielleicht sind es auch 70%, also 30 volle Prozent. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Fazit, ja, ich gebe dem Spiel 9,5 Punkte, weil es eben nicht in Deutsch gibt. Aber das ist wirklich kleinkariert. Ansonsten ist es ein sehr gutes Spiel. Und es hat mir auch damals in meiner Kindheit immer richtig viel Laune gemacht. Genauso wie jetzt. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß am Let's Play. Wir schauen, was das SNES Mini uns als nächstes hergibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für euer Support. Bleibt, wie ihr seid. Und wir treffen uns im Discord. Boah, das war ein Mega-Reim. Cool. Alles klar. Bis dann. Tschüss.